Meine lieben Schwestern und Brüder, wenn wir am Sonntag und die ganze Woche über an den freien Tagen im Tagesgebet sprechen, erfülle uns mit Freude über die Erlösung, dann trifft das im Grunde genommen auf den Punkt, was wir als Anliegen in der Gottesrede beim Propheten Hosea gehört haben. Wir kümmern uns um dieses und jenes. Wir nehmen an dem einen Anstoß und das andere finden wir dann ganz schön. Aber ob wir wirklich erfüllt sind von der Freude über die Erlösung, dass Erlösung wirklich geschehen ist und dass wir davon umfasst sind, dass sie uns ergriffen hat und mit sich reißt. Vielleicht sollte ich nur von mir sprechen und ich will euch nicht vereinnahmen, aber das lässt doch sehr zu wünschen übrig. Und das ist ein Anliegen immer schon der prophetischen Botschaft gewesen. Das ist das Ringen Gottes mit Israel. Das ist das Bemühen Jesu in seiner ersten Predigt um das geliebte Bundesvolk Israel. Gott setzt einen neuen Anfang immer wieder, damit er uns mit Freude über die Erlösung erfüllen kann. Hier ist das die lebendige Erinnerung, die man zwar im Fest begeht, aber die irgendwie wie vorbeirauscht an die Befreiung aus Ägypten. Ich will sie noch einmal in die Wüste führen, spricht der Prophet im Namen Gottes. Dort, wo es eine Begegnung gab mit dem gerade befreiten Volk und Gott, der sich wie ein Liebhaber benimmt, der sich gar nicht bremsen kann vor Zuneigung, vor Übervorteilung, vor Gnade, wie wir sagen. Vielleicht müssten wir, um die Freude über die Erlösung zu entdecken, auch nachdenken, was es mit unseren Wüsten ist. Vielleicht sind wir manchmal noch auch im Glauben zu komfortabel, zu selbstgewiss mit allem, was uns so umgibt, auch an den Strukturen. Vielleicht müssen auch wir uns noch viel mehr in die Wüste locken lassen, damit Gott mit uns einen neuen Anfang machen kann.